Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Da sind wir wieder bei den UFO-Mann-Studios, mit den UFO-Mann-Studios in Berlin. Heute die Folge 377 und wir sind hier beim Brückenbau. Nach Ufotopia soll es gehen. So, jetzt hatte ich ja eben die Leiter, gestern die Leiter gebaut. Okay, die Leiter. Habe ich denn jetzt noch Holz? Birkenholz habe ich noch, brauche ich aber nicht. Gut, wir brauchen Holz. Gibt es hier oben Holz? Nicht wirklich, war den einen Baum da. Komm. So, wir brauchen neues Holz. Ich sehe schon mein Eisen langsam alle werden. Oh, was war das? Ich habe eben ein Geräusch gehört von einem mich verfolgenden Creeper, oder war ich das selbst? War das mein eigener Sturz? Wir werden hier gleich mal einsammeln, die Richtung, wo unser Weg dann lang führt. Unser Pferdeweg. Mit dem wir dann auf unserem Pferd reiten können. Was wir ja hoffentlich demnächst finden werden. Oh, da kommen Zombies. Ja, ob der mich jetzt noch kriegt, oder... Ja, scheinbar doch. Hat er mich noch gekriegt. Oh, ich muss was essen. Ach, diese ewige Esserei. Was wäre das Leben schön, wenn man nichts essen müsste? So, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt haben wir ein bisschen Holz für unsere Korrektur. Und dann können wir mit dem Weg weitermachen. Siehst du, hat sich schon gelohnt, die Leiter. Haben wir bestimmt jetzt schon Zeit gespart im Vergleich zum Aufbau, oder? So. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob wir Zeit gespart haben. Nee, war ein Spaß. So. Jawohl. 40 gute alte Eichenholzbretter. Wie damals bei Modern. In der Eichenholzküche. Haha, siehst du, und da muss nämlich ein Ganzer rein. Zack. Ja, es funktioniert. Ich hoffe mal, dass man das dann von unten auch sieht, wie schön das ist. So, genau. Und hier muss jetzt... Ihr wisst warum. Damit nämlich die Verbindung zwischen den... Brückenpfeilern da gewährleistet ist. Ja. Oh Mann, das war ja knapp. Gut, man kann also da auch runterspringen. Sehr interessant. Man könnte hier unten Wasser hinmachen. Ich habe ja sogar einen Wassereimer dabei. Warte mal. Dann ist der Sturz nicht so schlimm, wenn wir da runterstürzen. Können wir gleich noch mal probieren, was da passiert. Wobei, ist natürlich ein bisschen riskant. Hm. Hier war doch gleich Wasser um der Ecke. Könnt ihr ja dann noch einen tiefer machen. Und dann können wir da immer runterspringen. Hatte ja der Minecraft-Opa. Der hatte mir mal ja da so einen Tipp gegeben in einem Video, dass man das so bauen könnte. In der Art. Nehmen wir hier noch einen raus. Genau. Oh, guck mal. Ist ja auch cool. Ist ja cool. Da brauchte ich jetzt ja kein Wasser. Es hat sich auf rätselhafte Weise vermehrt. Sehr schön. So, dann kommt hier nochmal Wasser rein. Okay, so kann Wasser auch verschwinden. So kann man Wasser vervielfältigen oder verschwinden lassen. Es grenzt ja schon an Zauberei. Nee, dann machen wir erstmal hier unten einen rein. Genau, dann ist es cool. So. Wenn wir da jetzt wieder rauskommen, heißt das... Nein, was für eine Blamage. Was für eine Blamage. So. Das soll noch raus. Und jetzt komme ich hier hoch. Grabe mich hier durch. So. So ist doch schick, oder? Und jetzt haben wir hier... Ne, da möchte ich noch ein bisschen höher. So.
Und so. Und dann soll hier Wasser rein. Tja, da kommt eins zum anderen hier bei Minecraft. Ich habe heute mal meine World Music Playlist reingelegt. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch meine World of Playlist Liste gefällt. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr mein Wasser schön findet. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr meinen Eimer findet. Schreibt doch mal in die Kommentare und abonniert mich. So. Oh nee, ey, jetzt müssen wir hier total aufwendig so Sachen bauen, ja. Das soll nicht fließen. Hör auf zu fließen, du doofes Wasser. Guck mal, er ist auch unerschöpflich. Der unerschöpfliche See. Der erschöpfte See, so. Ja, komm, bitte jetzt. Jetzt hör auf zu fließen. Haha, so. Und jetzt müssen wir. Wie kommen wir denn jetzt da ran an die Leiter? Gott, wie dämlich. Wie komme ich denn da ran? Kann ich hier noch mehr Leiterdinge? Ah, ja. Okay. Wenn wir die mal wieder abbauen. Runtertauchen. Und jetzt können wir jetzt hier hoch. Los, kletter die Leiter hoch. Nein, er kann nicht die Leiter hochklettern. Kann ich da ranspringen an die Leiter? Mal gucken. Juhu! Arrgh. Arrgh. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Mist. So, wir brauchen noch einen Eimer Wasser. Klasse, ey. Klasse, 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 klasse. So, dann hier jetzt aber jetzt. So, und jetzt bleibst du aber so, wie du bist, so still. Wenn ich jetzt hier noch einen reinmache, kann ich dann an die Leiter? Ja, und dann werden wir gleich den Test machen und oben runter springen. Oh, jetzt, okay. Klar, war klar. Jetzt sind wir natürlich. Nein, jetzt sind wir natürlich auf den Stein rauf, auf das Holz raufgesprungen. Also, ich glaube, ich habe das Konzept noch nicht so richtig kapiert mit dem ins Wasser springen. Ich glaube, das würde funktionieren, wenn da gar keine Leiter wäre. Dann würde das funktionieren. Jetzt kann man ja zumindest, um überhaupt an die Leiter ranzukommen, kann ich mir hier so ein Seitending bauen. Müsste ja funktionieren, oder? Dass ich jetzt hier so an die Leiter ranspringe. Juhu, komm, geh hoch. Geh hoch, spring an die Leiter. Haha. Na, bleibst du stehen? Und jetzt machst du die Erde noch weg, genau. Und jetzt lässt du dich fallen. Haha. So, jetzt reicht's aber. Es müsste doch funktionieren jetzt hier. Man kommt wirklich vom Hundertsten ins Tausende. Ins Tausendste. So, und jetzt könnten wir doch hier, wenn wir schon mal dabei sind, noch ein paar schöne Stufen einbauen. Haben wir ja noch welche. So, genau. So, ja, sehr schön. Das muss weg. Das muss auch weg. Da muss das und das. So, jetzt ist schick. So, jetzt. Ach so, da muss noch einer. So. Jetzt ist schick. Und an die Leiter ranspringen. Ja, es geht. Sehr schön. Oh, ich habe ja nur noch 4 Herzen. Wie unvernünftig. So. Dann geht es jetzt wieder bergauf. Also die Seite haben wir jetzt fertig, oder? Ja, die Seite ist fertig. Komm, hör auf zu heulen, UFO-Mann. Die Seite ist fertig. Wobei das sieht natürlich nicht so schick aus da mit diesem einen roten. Weil da müssen. Ah, ich will das noch ein bisschen verbessern. Ich hatte auch schon überlegt, mir da so einen Rand aus Quarz zu bauen um das Tor rum, damit es vom Weiten irgendwie kultiger aussieht. Müssen wir mal gucken.
was wir da jetzt noch holen können. Müssen wir halt noch ein Stück zurückfahren. Hä? Vielleicht können wir ja hier ein Enderauge ernten. Ist schon wieder weg, der Feigling. Die sind sowas von feige. Ich verstehe gar nicht, warum da manche Leute immer so eine Angst vor haben. Die sind überhaupt nicht gefährlich. Glaube ich. Glaube ich. So, okay. Oder aus Stein? Nö. Ne, aus Stein will ich nichts. Ne, komm, lass uns mal. Wo ist mein... Ah, da bist du. Komm, wir müssen noch mal weiter zurückfahren in die andere Truhe. Gucken, dass wir ein bisschen Netherquarz bekommen vielleicht. Oh, hier braucht man ein bisschen Anschub bei solchen Steigungen scheinbar. Oh, ist aber auch schon weit hier. Haben wir aber auch schon weit gebaut. Oh, hier ist ja die Station schon. So, guck mal, dann brauche ich hier das, zumindest das. Dann machen wir das aus Netherstein. Muss ja nicht unbedingt Quarz sein. Oh, guck mal hier, eine schöne Diamant-Axt, die kann ich gut gebrauchen. Ach, guck mal hier, die Behutsamkeitshacke. Hier ist sie drin, Mann, um Gottes Willen. Was macht denn die hier? Ach so, das müssen wir dann alles mitnehmen, wa? Ah, nee, die behalte ich mal lieber am Mann, sonst vergesse ich das komplett, dass sie überhaupt existiert. Und den Sattel muss ich auch mitnehmen. Also, nee, da habe ich ja zwei Sattel mit. Lass mal ihn erstmal hier, wa? So, wo ist meine Lore? Ich muss wieder zurückfahren. Oder will ich noch Quarz holen? Ach, oder? Ah, nein, 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 doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Na, ist egal. Machen wir uns noch ein bisschen Quarz. Wobei, ich glaube auch ein Großteil des Quarzes, ist hier auch noch Quarz oder sind diese Kisten jetzt leer? Oh Gott, ey. Wie unordentlich wir doch sind. Da ist auch noch Holz drin. Wo ist meine Lore jetzt? Ah, oh, nee, ey. Nee, komm, dann fahr mal. Nee, Quarz nicht. Nein, kein Quarz. Nein, nein. Nein, nein. Fahr zurück. Na, jetzt ist zu spät. Jetzt sind wir an der Endstation. Können wir auch hier ein bisschen Quarz mitnehmen, falls wir hier Quarz haben. Oh, 22 Glowstone. Hier 4 Rohrquarz. Na, lass es sein. Oh Mann, lass es sein. Vielleicht nehmen wir vorsichtshalber noch ein bisschen mehr Redstone mit. Fackeln haben wir ja genug dabei. Und jetzt geht's wieder zurück. Juhu! Sag mal, was ist mit meiner Playlist? Das ist ja jetzt ein super leises Lied gerade. Stopp. Oh. Muss mal kurz in meine Playlist gucken. Oh. Der Windows Media Player funktioniert irgendwie nicht. Ach, da wurden irgendwelche Lieder rausgelöscht. Um Gottes Willen. Wie kann denn sowas passieren? Wenn er die nicht findet, dann muss ich die löschen. Ach, das seht ihr jetzt gar nicht, was ich hier mache, wa? Oder sieht man das? Warte mal, ich muss mal schnell die rauslöschen. Ach du Scheiße, so viele findet er nicht? Ich muss hier die fehlenden Elemente aus der Bibliothek entfernen, sagt er gerade. Sonst funktioniert das alles nicht. Ah, hier ist noch einer. Sorry, Leute, sorry. Aber das kennt ihr ja von mir. Oh, nö, ey. Komm, hör auf. Oh, sind hier viele, die fehlen. Warum fehlen denn da so viele? Mist, ey. Oh, das war so eine schöne Playlist. Da fehlen alle möglichen. Nee, da müssen wir eine andere nehmen. Dann nehmen wir die unklassifiziert. Ah, okay. Weiter geht's. Ja, da hatten wir jetzt mal kurz ein bisschen Zeitverlust. Aber wir sind ja gleich wieder da. Und können dann da weiterbauen an unserem tollen Tor. Wir nähern uns ja jetzt immer mehr Ufotopia. Immer mehr kommen wir jetzt in die Richtung. In die richtige Richtung sozusagen.
Und das geht bergab. Juhu. Ups. Achso, wir sind schon da. Wir sind schon da. So, und es ist schon wieder dunkel. Okay, Mann, Mann, Mann. Tag und Nacht wechseln hier wie die Unterhosen. Ey. Dachte eben schon, mein Bett ist weg. So. Ja. Ach, das ist ja mein Lieblingslied. Eins meiner Lieblingslieder. So, wir müssen jetzt hier konsequent mal ein bisschen arbeiten. Müssen hier ein paar wichtige Veränderungen vornehmen. Klack, klack, klack. Klack, klack, klack. Hier dürfen wir jetzt natürlich nicht mit Feuer rumspielen, sonst brennt uns die ganze Hütte ab. So. So. Klack, klack, klack. Klack, klack. Klack, klack. Das ist natürlich auch schön von Weitem dann zu sehen, denke ich mal. So. Und klack und klack. So, jetzt haben wir hier schon mal einen halbwegs anständigen roten Fußboden. Jetzt würde ich das Ganze noch... Sag mal, das muss dann auch weg. Mist, jetzt sind wir wieder gezwungen, oder ich bin jetzt gezwungen, das irgendwie ein bisschen symmetrisch zu machen. Wenn man jetzt schon mal angefangen hat, will man natürlich irgendwie, dass das schick ist. Warte mal. Hier ist 1, 2, 3, 4 und der fünfte, auf dem fünften ist ein Zaun. Oh Gott. 1, 2, nee, 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 das ist mir zu viel Arbeit. Kein Bock. Ich muss mal kurz hier irgendwas raustun. Ich habe nur noch Sachen, die ich brauche, wa? Nein, 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 nein. Das schöne Gold, das schöne Gold, das fällt mir schwer. Ich will das Gold nicht weglegen. Das Gold nicht. Nicht das Gold. So. Jetzt machen wir das folgendermaßen. Jetzt machen wir hier so einen Rahmen, sozusagen. Warte mal, da haben wir hier ein, na, na, na. Und hier machen wir auch einen Rahmen und dann gleicht sich das aus, vorausgesetzt. Egal, machen wir so. Puh, das Lied ist ja gerade schräg. Was für ein schräges Lied. Mit einer total schrägen... Ah ja, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. So. So. So, genau. So mache ich das. Das ist schick. Genau so, so gefällt mir das. Oh, ist das eine unglaublich schrille, schräge, schräge Geige? Gibt's ja gar nicht. Was das für eine schräge Geige ist. Ja, so ist cool. Komm, das reicht jetzt hier. Nicht so ein Terz machen. Die Werkbank ist da hinten in der Ecke versteckt. Müssen wir mal da rausholen. So, und dann kommt die nämlich hier daneben. Achso, dann müssen wir die wieder... Oh, ist das alles aufwendig. Aber macht Spaß, Minecraft macht Spaß. So. Schick. So. Ach, da können wir noch nicht runter, wa? Oder? Ne, brauchen wir auch nicht, weil wir haben jetzt... Oh komm, bevor wir jetzt... Ach nee, wir müssen unten noch. Fällt mir gerade ein. Wir müssen hier noch... hier. Hier müssen wir noch Korrekturen vornehmen. Frag mich nur noch, wie ich das machen soll. Achso, da muss ich mir jetzt wieder ein Hilfsgerüst bauen. Dann geht das. Dass ich hier mich hier so rumackere. Und dann muss ich ja noch weiter. Dann muss ich da ganz rum um das Geländer. So, jetzt geht's. So... Da muss nämlich noch ein Balken hin. Wisst ihr, was ich meine, wa? So. Noch ein. Komm, noch ein. So. So. Und dann brauchen wir... Guck mal, ein bisschen Erde haben wir noch. Und das Zeug haben wir auch. Dann können wir nämlich da das ordentlich machen. Vorausgesetzt... Ah, nein, 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 nein. Ich muss eigentlich da runter, um dann noch Erde hinzumachen.
Springen. Haha, so. Machen wir das so. Warte mal. So, die Erde muss hier weg. So und so. Ah, okay. Dann machen wir hier so. Und hier so, 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 so. Jetzt muss ich ja irgendwie wieder hoch. Ach ja, stimmt. Ich kann ja jetzt hier, weil hier will ich ja sowieso hoch. Ah, Mist. Warte mal, dann bauen wir uns mal hier so ein Dingsbums. Grex, Grex. Grex, wie kompliziert ist das denn? Wie kompliziert ist das denn? So. Junge, Junge, eine Fummelei hier. Okay. Dann... Ah, Mist. Gehen wir mal hier rüber. So, jetzt. Genau, so. So ist schick. Ja, so ist schick. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir... Die hauen wir wieder weg. Genau. Und jetzt müssen wir da oben diese Dinger noch weghauen. Wo die hinfallen, ist eigentlich egal. Wir haben genug Ressourcen. Nur, dass das wieder ordentlich aussieht. So, genau. Und jetzt gucken wir mal, können wir hier an die Leiter ranspringen vielleicht? Und den brauchen wir ja gar nicht. Haha. Genau, da war unser Wasserding. Schon hat sich schon einmal gelohnt. So, jetzt müsste es eigentlich fertig sein. Ich habe keinen Bock, jetzt nochmal darüber zu rennen. Ich will jetzt auf der Seite hier weitermachen. Hm. Mal von oben gucken. Naja, also ist jetzt nicht so symmetrisch. Ein bisschen überladen, finde ich es auch, ehrlich gesagt. Da sehe ich, hier muss ich noch die Klötze austauschen. Ah, nee. Komm, das machen wir aber so von hier aus. Dann brauchen wir nicht rüber. So. Da müssen die nämlich weg. So. Und da sollen dann Holzklötze rein. Zack, 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 zack. Und dann müssen jetzt hier Halbsteine schon ran, wa? Weil ich will ja dann runtergehen. Und... Ja, es funktioniert ja sogar. Kann man hier hoch? Okay. So, schick. So, schick, schick, schick. Habe ich eigentlich noch eine Schaufel? Ah, meine schöne Diamantschaufel. Ah, haha, wie schön. Damit geht das natürlich ganz schnell. So. Sehr schön. Ja, es geht schon mal in die richtige Richtung hier. Ach, das sieht aber hässlich aus. Guck mal. Nee, sieht das hässlich aus. Da muss ich ja da auch noch. Oh Gott. Will ich das denn? Ja, will ich. Ja, okay. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen, wenn hier weitergebaut wird. An der Brücke über das unglaubliche Tal. Über das Tal. Tschüss.